Hey, meine Rabaugen und herzlich willkommen zu einer freshen neuen Folge YouTuber Kids. Lange, lange ist her, aber heute gönnen wir uns die mal wieder. Ich habe ein paar richtig geile Kids rausgesucht. Es geht auch schon sofort los, aber ganz kurz, bevor ich es wieder vergesse. Es gab ein Gewinnspiel. Ihr konntet ein Spiel nach Wahlgewinn vor ungefähr anderthalb Wochen. Sieger ist bestimmt, ich blende ihn hier ein. Aber keine Sorge, wenn ihr nicht gewonnen haben solltet, es wird bald ein neues Gewinnspiel geben. Dann seid ihr vielleicht der Glückliche. Zusammen mit meinem Partner Instant Gaming, ich will jetzt nicht lang rumpalabern, könnt ihr einfach mal auschecken. Link natürlich, zweite Zeile Videobeschreibung. Da könnt ihr super günstig Games kaufen, wirklich spottbillig, super Bewertung. Checkt es einfach raus oder nicht, wie ihr Bock habt. Wir legen los. Das erste Kit ist das Kit von Basti GHG. Wir haben ja ein Schwert. Wir haben coole, stylische Glasplatten. Lass mich in Ruhe. Wir haben eine Angel und ein Feuerzeug. Mit der Angel bin ich ja nicht so gut, aber ich probiere mein Bestes, Leute. Rüstung seht ihr ja bei meinem Gegner. So. Okay, Angel hat immerhin getroffen. Jetzt könnte man natürlich theoretisch noch das Feuerzeug hotkeyen, aber es hat auch so gereicht. GG! Neue Runde, neues Glück. Mal sehen, ob wir wieder so relativ... Warte, das ist das Feuerzeug. Das möchte ich bitte auf der 3 haben, bitteschön. Oh Gott, da gibt er mir aber schon. So, aber er brennt die ganze Zeit. Oh Gott, ich habe FPS-Einbrüche, Leute. Huhu! Ich glaube, der macht uns, Leute. Ich glaube, der macht uns. Ah! Okay. Der ist, glaube ich, auch low, aber wir sind auch low. Oh, wir haben ihn echt noch gemacht, Alter. GG. Wow, war das knapp. Nächstes Kit ist von Tobi Nation. So, und der hat hier am Start ein Diamantschwert, einen Bogen, Feuerzeug, Goldäpfel und viele Pfeile und Standardrüstung ungefähr. Sagen wir, essen einen Goldapfel jetzt hier schon mal. Und drauf da auf die Bude. Hä, sneakt der? Ach nee, da ist er, der Boy. Okay, dann müssen wir die Sniper Rifle auspacken. Er hat seinen Goldapfel auch schon gegessen. What the fuck, ich treffe keinen Schuss. What? Hallo? Lol, das war der Mega-Timo-Dialekt des Todes, man. Keine Ahnung, ob wir den jetzt noch killen können, Leute. Wow, den killen wir überhaupt nicht. Oh Gott, er macht Bogen-Action. Nice, ich habe mich selbst angezündet. Grandios, Ben. So. Ich habe einfach den Baum angezündet. Der arme Baum, Leute, das können wir doch so nicht lassen. Der hat auch Gefühle. So, und du willst dich jetzt mit der Sniper Rifle messen, mein Freund. Oh Gott, er killt uns. Ich glaube, er killt uns. Oh. Er hat locker auch nicht mehr viel. Ja gut, das ist nicht... Nice, ich habe ihn mit dem Bogen getroffen. Und nice, JJ. Gegen den Hu. Huni. Yuzuni. Hacker? Hackt der? Späßchen, mein Häschen. Let's go. Bogen getroffen. Bogen getroffen. Damit ist der Goldapfel schon mal weg. Ich bin immer so davor, Dia-Apfel zu sagen. Wegen Titan. Ey. Ich denke immer so, Dia-Apfel, Dia-Apfel. Nein, Ben, das heißt Goldapfel. Muss ich jetzt erstmal wieder nach dem Projekt rauskriegen. Okay, das hat er gut gemacht. Ich gebe ihm nochmal einen Hit und nochmal einen Hit. So, jetzt lösche ich mich mehr. Ja. Nice. Nice. Und nice. Boah, die Bogen, das Bogen-Aim ist on point, Leute. Leider kann ich den Lava einmal nicht hotkeyen, wenn der so weit hinten ist. Da muss ich meine... Ich muss auf jeden Fall meine Tastatureinstellung ändern, Leute. Auf jeden Fall. Das kennen vielleicht viele. Manche oder eigentlich fast alle richtig guten Spieler haben nämlich die hinteren Hotkey-Kasten. Kasten, Bier. Die hinteren Kasten. Oh, was ist denn los mit mir? Tasten. Nämlich 8, 9, 10 oder so. Die haben die dann umgelegt auf andere Tasten. Zum Beispiel auf Buchstaben. Zum Beispiel auf F oder so. Oder andere Buchstaben halt. Damit man die leichter erreichen kann. Das habe ich allerdings nicht gemacht. Muss ich aber auf jeden Fall noch machen, würde ich auch jedem empfehlen. Weil es ist einfach sonst total schwierig, die hinteren Tasten zu hotkeyen. Klar, so 2, 3, 4, 5 geht auch noch. Wobei 5 ist schon unangenehm, geht aber noch. Aber 6 ist schon, boah, 6 ist schon, bäh. 6 will man schon nicht mehr. Also da muss man ein bisschen gucken, wie man sich das ideal einstellt. Aber ich bin da selbst noch ein bisschen in der Findungsphase, Leute. Deswegen, keine Ahnung, kann ich euch da auch nicht helfen. Ja, ich habe kein Goldapfel mehr. Wir haben aber noch einen. Oh Gott, unser Aim ist wieder mal grandioso. Und ich treffe ihn nicht. Komm, ich gebe ihm den Hit. Daniel, zock. Bleib stehen. Oh, das hat er gut gemacht mit dem Bogen. Aber wie wäre nicht die Sniper Rifle, wenn wir da nicht dagegen halten würden? Nice. Soll ich erstmal einen Goldapfel? Yeah, und jetzt drauf auf die Bude. Bleib stehen. Nice, JJ. Kit Nummer 3 ist von Krancrafter. Wir haben ein Steinschwert, wir haben Eisenrüstung, wir haben einen Bogen, eine Angel. Nee, umgekehrt, eine Angel, ein Bogen. Heiltränke, aber die mache ich mir hier mal auf die 3. Nee, das machen wir 3, das machen wir 4. What the fuck, es geht in der Nachbar-Kahüte hier aber ab. So. Aber der Skin ist voll verwirrend von dem Boy, weil er links so blau ist und rechts.
Okay, man hat dann immer gerade nur ganz wenig Pfeile. Und jetzt drauf da. So. Okay. Man hält verdammt wenig aus. Also wirklich verdammt wenig. Okay, hat auch sein Gold dafür gegessen. So. Oh! Das sieht nach einer Zickzack-Kombo aus. Oh, jetzt hat er mich in der Kombo. Oh Gott, er geht mir gut mit der Angel. Okay, er rennt weg, ich renn weg. Ich glaube, er war aber lower als ich. Aber ich könnte mir den abfüllen jetzt drauf auf ihn. Druff da! War jetzt besser mit der Angel als ich. Boah. Boah, ich dachte echt, ich verliere, Mann. GG, der hat richtig mit der Angel rasiert. Aber es hat gerade noch so geklappt, Alter. Bisher tatsächlich noch ungeschlagen. Mal sehen, ob wir durch die ganze Episode ungeschlagen kommen. Das wäre tatsächlich ganz cool. Ist das der gleiche? Ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, oder? Gucken wir mal. So. So. Ich denke aber, ich werde nicht ganz ungeschlagen durchkommen. Irgendein Fail wird schon dabei sein. Spätestens nämlich jetzt, wenn er seinen Goldapfel. Ja. Ja. Aber ich muss unbedingt das mit der Angel üben. Die sind alle so viel besser mit der Angel als ich. Ich treffe das einfach nicht. Okay. Okay. So. Und jetzt drauf. Oh, fuck. So. Ich habe einen Pfeil, den muss ich treffen. Das Kit ist eigentlich ganz nice, Alter, von Krani, muss ich sagen. Nice, haben ihn getroffen und der uns nicht. Okay, wir haben auf jeden Fall den Herzenvorteil. Boah, der hat aber eine gute Range, Alter. Nice, Mann. GG. Leute, das war's wieder mit der YouTuber-Kids-Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ihr habt die letzten Folgen immer so unendlich rasiert. 8.000, 9.000, 10.000 Bewertungen. Vielleicht schaffen wir wieder 4.000, 5.000 Bewertungen. Wäre super nice, Leute. Und schreibt in die Kommentare, welche weiteren YouTuber-Kids ihr sehen möchtet. Plus, lasst ein Abo da, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Wenn ihr auf dem aktuellsten Stand bleiben wollt. Haut rein, Leute. Wir sehen uns morgen. Euer Benson.